Nun bin ich offiziell Geselle und muss natürlich auch aufpassen, was ich euch sage. Aber das muss ich euch eigentlich auch nicht groß erklären. Heute geht es um das Thema KNX. Was alles das ist, seht ihr nach dem Intro. Heute geht es um das Runterladen von KNX-Technologie. KNX heißt Connect Assoziation, das früher als Feldbus, europäische Installationbus bezeichnet wurde, AIP, ist eben eine weitere Entwicklung von der Richtung der europäischen Home-Systeme. Der KNX oder AIP wurde 1980 entworfen, geforscht, entwickelt. Viele Firmen waren sich nicht einig, somit wurde 1990 auch eine Zusammenzieleinigung auf der AIBA, die Zielsetzung, einen gemeinsamen Nenner zu bringen, um einfach einen Namen herzustellen, was dann eben da alles zusammen miteinander verbindet und dass man auch unterschiedliche Hersteller verwenden kann. Zu der Gründung waren damals 5 Gründer oder 5 Marken: Merten, Siemens, Berka, Jun und Dira. Ja, die werden wir später nochmal sehen. Die haben da dann alle so eine Art Gesetzesvorlag oder Entwurf oder so eine Art Gesetz in der Elektroinstallation ausgeschrieben und haben dann eben gegenseitig damit ausgetauscht und gesagt, hey, ich möchte so. Einer hat das dann alles mitgeschrieben und somit kam dann am Ende der AIP daraus. Nach der Gründung, ja, sie legten dann auch noch fest, was Sensoren sind, Aktoren sind, haben sich so einander gefunden. Im Jahre 1999 wurde der AIP dann zum KNX eingestuft und im Jahre 2003 KNX dann mit einer Spezifikation veröffentlicht und in internationales Recht eingestuft wurde. Das Thema Smart Home, was einfach vor 40 Jahren erforscht wurde, ist jetzt schon der Stand der Technik, wo Sachen sich miteinander vernetzen können. Die valide Art passiert in Stern, Baum oder linienartig, aber auf keinen Fall in ringförmig, weil sonst können irgendwelche Bauteile kaputt gehen. Wie im Aufbau zu sehen, Taster mit KNX, Schnittstelle mit einem Aktor per KNX-Kabel, die eben verbunden sind. Und danach vom Aktor zu der Lampe ist ein NIMP-Kabel, wo dann gearbeitet wird. Die Busleitungen haben 2 Sachen, die auch jeden Fall verbauen müssen, wenn man in der Rede irgendwas machen möchte. Das ist ein ST-2x208-AIP oder C-2x208-AIP
m2 × 2 0,8. Besteht in der Regel aus zwei Aderpaaren, rot und schwarz und weiß und gelb. Der Heilart vom Kabel ist gesetzlich erlaubt. Alles, was da anders verbaut wird, ist nicht mehr erlaubt. Und da auch in der KNX-Installation überhaupt nicht verwendet wird. So, bei allen Leitungen sind die Verledevorschriften einzuhalten, wobei die sogenannte zertifizierte Alp-KNX-Leitungen JC-M auch direkt neben 230, 400 Volt Wechselspannungsleitungen verlegt werden darf. Was ist eigentlich dieser Vorteil? Vorteil ist, er ist sehr schnell weiterbar. Unterschiedliche Hersteller zum Anwenden. Du kannst verschiedene Hersteller anwenden und verwenden. Du kannst das auch schnell verändern. Das ist eigentlich im Programm, wenn er einmal richtig ordentlich beschriftet ist, kannst du einmal die Zeit auf 10 Minuten stellen und musst kein Kabel in der Wand ersuchen und umverdrahten. Das geht eigentlich sehr schnell. Und dann musst du echt nur noch rüberspielen. Ja, was ist denn der Nachteil von diesem ganzen KNX-Zeug? Es ist viel zu teuer. Das ist das erste Problem. Es ist einfach teuer. Du brauchst einmal viel, viel Platz im Schaltschrank. Du brauchst Aktoren, einfach deine ganzen Aktoren, Schaltaktor, Jalousieaktor, Dimmaktor und so weiter. Die brauchen einfach Platz und wenn der Platz nicht vorhanden ist, ist es schwierig. Sowas war dann erstmal. Ich werde vielleicht irgendwann im Studio unten vielleicht sowas auch verwenden. Muss ich mal schauen. Ja, somit war es dann auch erstmal von dem Technikvideo vom heutigen Tage. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Thema. Wir sehen uns einfach das nächste Mal hier auf meinem Technikkanal. Channel. Bis zum nächsten Mal hier. Schönen Tag, macht's gut, ciao.